Jeder von uns könnte zum Beispiel Diktatorin oder Diktator werden, wenn die Umstände die richtigen sind. Neulich war ich im Gefängnis und habe da Insassen kennengelernt. Einer davon war ein Mörder. Er sagt, nach 20 Jahren kommt er raus und dann ist alles wieder gut. Geht es? Ich glaube, dass es prinzipiell schon geht. Denn also die Frage ist, warum sperren wir Menschen ein? Was ist eigentlich der Sinn eines Strafsystems? Und der Sinn eines Strafsystems ist nicht irgendwie unbedingt das Innere der Menschen umzuwandeln und so weiter. Das kann man ja von außen gar nicht überprüfen. Sondern der Sinn des Strafsystems ist, den Menschen darauf zu stoßen, was er getan hat und möglicherweise dazu zu führen, das nicht mehr zu tun. Ob die Gesinnung sich wandelt, das kann kein Mensch überprüfen. Und unser Strafsystem funktioniert ja relativ gut. Wenn wir also dauernd rückfällige Mörder hätten, dann müssten wir was am Strafsystem ändern. Soweit ich weiß, sieht es aber bei uns einigermaßen gut aus. Das klingt aber einfach. Also du meinst, wenn jemand 20 Jahre einsitzt, danach kommt er raus und bringt keinen Menschen mehr um? Ja, nicht unbedingt. Darum geht es ja, wie gesagt, nicht. Also die Frage ist sozusagen, können Menschen sich eigentlich fundamental ändern? Und ich glaube, dass Menschen sich natürlich fundamental ändern können. Wir sind ja frei. Ich kann zum Beispiel übermorgen Veganer werden oder Metzger. Wenn das dann so einfach ist, könntest du dann nächste Woche entscheiden, jetzt bin ich der Massenmörder, oder wie? Natürlich könnte das mir geschehen. Ja, der Philosoph Søren Kierkegaard hat einmal sehr treffend gesagt, alles, was ein Mensch tut, hat die Menschheit getan. Das heißt, alles, was irgendein Mensch tut, ist etwas, was ich auch hätte tun können, weil das ja einer meiner eigenen Gattung ist. Jeder von uns könnte zum Beispiel Diktatorin oder Diktator werden, wenn die Umstände die richtigen sind. Aus dem Grunde arbeiten wir ja nicht nur an uns selber, sondern auch an den sozialen Umständen zur Ausübung unserer Freiheit. Das heißt, ein Mörder ist man nicht, sondern ein Mörder wird man. Richtig, genau. Niemand ist als Mörder geboren, sondern jeder, der ein Mörder geworden ist, ist eben ein Mörder geworden. Wenn die Umstände mich jetzt zu einem Mörder machen können, heißt es dann auch, dass diese Umstände mich auch zu einem guten Menschen machen können? Das ist in der Tat so, weil alles, was wir tun, ob das jetzt ein Mord ist oder jemandem eine Rose schenken oder über die Straße helfen, ist ja Teil eines komplexen Netzwerkes von Umständen. Und wenn man die Umstände ändert, erhöht man die Chance, dass man zum Beispiel nicht mehr zum Mörder wird. Das ist natürlich klar, dass man eher straffällig wird, wenn man zum Beispiel viel zu wenig Geld hat oder sich ausgeschlossen fühlt. Das heißt, wenn die Umstände geändert werden, besteht auch die Chance, dass sich die Person ändert.